Ein wirklich unterhaltsames und auch nicht so bekanntes Buch über die Finanzkrise ist Diary of a Very Bad Year, Confession of an Anonymous Hedgefonds Manager, wo ein Journalist in Abstand von mehreren Monaten über einen Zeitraum von 3, 4 Jahren Interviews mit einem Hedgefondsmanager führt und man da einen sehr guten Einblick einerseits in die Hedgefondsbranche bekommt, andererseits aber auch, wie diese Menschen ticken und wie sich die Krise ein bisschen so entwickelt hat und wie seine Aussagen sich verändern haben, aber auch einfach wie so ein Mensch ist. Ja, Hedgefondsmanager gelten eigentlich immer so als böse, aber letztendlich verwalten sie nur Gelder. Und anders als die Banken sind sie jetzt keine große Gefahr für die Finanzstabilität, weil die Investoren Verluste dort verkraften können. Aber er sagt halt auch, viele Hedgefonds haben in illiquide Assets investiert, also die man dann nicht so schnell verkaufen kann. Und das war auch ein Auslöser der Krise. Es gab plötzlich keine Kurse mehr. Die Hedgefonds mussten irgendwie raus und auch vor allem auch die Banken mussten irgendwie ihre Position zurückfahren. Und dann hat es einfach nach unten gekracht, weil da einfach keiner mehr kauft. Und man erfährt aber auch so interessante kleine Details über, wie die Wirtschaft funktioniert und die Branche. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr gutes Buch und hat mir sehr gefallen, weil es auch kurzweilig ist zu lesen. Thank you.